Was? Wir sind zu spät? Du lügst. Was da? Wir sind zu spät? Gelogen. Ey, so ein Lecker. Was leckst du da die ganze Zeit alles? Ich meine, man muss kein Arzt sein, damit man weiß, dass das blaues Blut ist. Oder man muss. Oh. Okay. Aha, da. Schnell. Lesen. Er will lesen. Oha. Aber ich muss. Ich muss lesen. Kultur. Man benutzt sie, bis sie kaputt sind und dann sind sie Müll. Ich brauche Kultur, bevor ich. Warte. Doktor, warte. Oh. Napoleon. So. Okay, da hinten. Er ist so lang. Ey, guck mal, wie langsam. Ich bekomme Krise. Ich bekomme Krise. Beweg dich doch. Aha, was ist das? Hey, Unterwäsche. Untersuchen. Ich hoffe, jetzt legst du das auch nicht, ne? Ich meine. Aha, ich habe was gesehen. Wieso drehst du dich? Da. Was ist das? Frau. Was ist das? Kann ich das? Nee. Also wirklich. Suche nach Spur aus blauem Blut. Die Leute sind doch sowas von krank. Keiner will mehr eine Beziehung. Sie kaufen sich. Ich liebe einen Androiden. Die kochen für dich, gehen mit dir ins Bett, wenn du willst. Und man muss sich noch nicht mal um Gefühle scheren. Ehe du dich versiehst. Ist doch perfekt. Sind wir ausgestorben. Perfektes Leben. Lieber einen Haufen Plastik kaufen statt. Also, ich hab da einen anderen Menschen zu lieben. Was hab ich da? Ah, guck, ich hab's gesehen, gefunden. Da ist es. Oha. Wow, gut versteckt. Zum Glück habe ich Adleraugen. Hinweis auf. Okay, das war's. Klaftdrachen. Nein. Ich bin noch nicht so weit. Wieso? Ja, am liebsten. Es ist ein Bordell übrigens. Nicht wie. Aha. Kann er da runter? Nein. Ich glaube nicht. Oh Mann, was jetzt? Keine Ahnung. Ich habe doch alles angeschaut. Da ist sie doch. Oh. Na los, Connor. Wir gehen. Ist sie nicht ja. Das? Ich komme. Was ist los? Da ist sie doch. Oder nicht? Oder da? Aha. Wow. Sie kämpft. Fett. Oh oh. Action! Was ist das? Oho. Wow, aggressiv. Gefällt mir. Oho. Come on! Was ist das? Diese Frau? Oho. Terminator. Wow, sie ist stärker, definitiv. Treten, werfen. Oh mein Gott, ich glaub's einfach nicht. Was ist das? Steh auf!
Ich bin vor Lesben. Ja, normal, kann ja sein. Sie erwischen uns! Oh nein, nicht schon wieder entkommen lassen, wirklich, ey. Ich hab gedrückt! Nicht gut, aber ich hab. Ich hab nicht. Mann, Adrenalin, Baby. Adrenalin. Ich will keine Frauen schlagen, aber. Gib mir keine andere Wahl. Oh shit. Oh, er war so wichtig gerade. Aber. Aha, Waffe. Schieß! Schießen, verschonen. Schießen! What the fuck? Natürlich schieße ich. Sie will mich zusammenschlagen, was ist das denn? Oh. Ja, selber schuld. Verschonen, wo verschonen? Sie sollte mich töten. Warum? Warum? Warum hast du sie umgebracht? Sie wollte mich? Sie hatte nichts mit der Sache zu tun. Dieser Mann, die Tracy tötete, wusste ich, ich bin die Nächste. Ich hatte Angst. Ich flehte ihn an, doch er hörte nicht. Also legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ja, ich habe ihn umgebracht. Aber ich habe mich dabei nur verteidigt. Ich wollte doch nur leben. Ich wollte zurück zu meiner Geliebten. Und die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß, ihre schmutzigen Wörter. Aber du hast sie mir weggenommen. Ich habe sie geliebt. Wow. Mein Gott. Feindselig, überhaupt. Mit mir? Nein. Ich fühle mich gerade so gnadenlos. Wow. Alter, was soll ich tun? Was soll ich tun? Die Lesben wollten mich töten. Wollten mich beschneiden. Aber okay, ne? Das ist halt so. Ja, das ist halt so. Einer muss sterben, damit der andere weiterlebt. Und ich lebe... Ja, Egoist. Ja, ja, ich weiß. Okay, ich höre das oft. Okay, okay. Ich bin Egoist. Wir leben noch. Ich will sehen, wie es endet. Fortfahren. 2038. Oh, UFO. Ja, Androiden haben wohl Gefühle, ja. Naja, zum Glück habe ich Mohammed Ali dabei. Luffer. Schon cool, oder? Was ist das? Autonomus. Oh. Moruk? Alice? Schon geil gemacht. Wieso ist das Licht an? Ist nicht gut. Er kann fahren, ne? Ne, er fährt gar nicht. Das ist Autonomus. Er fährt gar nicht. Gut, dass Sladko ein Auto hat. So muss Alice nicht wieder durch die Kälte. Er stand immer in der Garage. Ich weiß nicht, ob Sladko es jemals benutzt hat. Wow. Sturm kommt. Entfernung. Nein, Entfernung. Ist es noch sehr weit? Wir sind in etwa einer Stunde da. So true, so true. Die Leute, die wir treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Von den Androiden in Sladkos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn's gelogen war? Oder noch eine Falle?
Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten. Bis Slatko sie umbrachte. Du nennst mich Lügner, Alora? Bitte. Bitte rede nicht. Zum Glück schneit es mal. Immer Regen. Das sieht nicht gut aus. Warum? Ich finde schon. Bleib sitzen, Alice. Nein, nimm sie mit. Lebt sie noch? Okay. Wow, das Auto, was ist das? Riesenschiff. Oha. Guck mal, so geil. Hilfe. Warte mal. Kann ich ja alles voll machen? Das teste ich jetzt. Das teste ich jetzt. Aha, guck, diese Stelle kann man nicht drauf laufen. So, guck. Aha, es geht doch. Okay. Ich will nur mal gucken. Aha. Aha. Okay. So, was mache ich? Was machen wir? Überprüfe den Automotor. Ah, ich soll machen. 3 Meter Hühne ist da, oder? Aber nein, ich bin die Frau. Nur weil ich Frau bin. Okay, gut, dann mache ich es. Mach dir keine Ding. Oha, ich muss wirklich reparieren. Nicht normal. Sie ist Mutter. Sie ist Vater. Sie ist Schwester. Automech, Doktor, Putzfrau. Wieso bin ich geboren? Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kara. Warte mal. Schlaf im Auto. Was willst du? Draußen schlafen. Luffer. Ich bin enttäuscht von dir. 3 Meter groß, aber nicht dahinter. Okay, was soll ich jetzt machen? Finde eine Unterkunft. Unterschlupf wollte ich. Okay, na kein Problem. Survivor. Da kenne ich mich gut aus. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Luffert, komm! Ich hab da was gefunden. Was ist das? Aha! Was ist das? Billiges Amusement Park? Welcome! Oh, okay. Da drüben. Jetzt wird's langsam unheimlich, das Spiel. Gruselig. Na, wenigstens trägt er sie. Oh, was ist das? Na toll. Ist das ein Skelett? Oh Gott. Wir brauchen eine Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint schon länger geschlossen zu sein. Schon geil gemacht, oder? Wow. Aha, Vision. Ist echt gut gemacht. Ja, sieht gut aus. Das ist alles da drin. Wie Europa Park. Ja, war ich auch schon. Kann ich empfehlen. Wirklich, eine Bahn. Wenn du fahren willst, wartest du 45 Minuten. Dann fährst du 2 Minuten. Oh, warte mal. Entschuldigung, habe ich 2 Minuten gesagt? Wie kann ich nur? 50 Sekunden und dann wartest du nochmal 40 Minuten. Aber wenn das nur gut läuft. Wenn nicht gut läuft, 2 Stunden. Also macht schon Spaß. Europa Park, aber es nimmt auch von der Nase, so richtig. Ne? Kaum hast du Spaß und so, musst du am Warten. Ja, wieso nicht? Was gefunden? Alles hat seinen Preis, ne? Nein, nichts, wo wir übernachten können. Die müssen die Bahn ein bisschen länger machen. Nicht, dass man nach einer Minute unten ist. Das ist wirklich so.
zu windig für Alice. Wow, sie wohnt. Was? Du willst dort drin schlafen? Also im Auto? Ich weiß nicht. Hat ziemlich bequem ausgesehen. Also ich habe schon ein paar Mal im Auto geschlafen. Und ich sage euch, ist gar nicht so schlimm. Oh. Die Gefahr lauert dort, wo man sie nicht vermutet. Okay. Also, gehen wir mal da lang. Der lebt noch. Andro, bist du ein Mensch? Nein, nein. Wo Mensch? Wo guckt er? Psst, psst, psst. Land. Pass auf. Willkommen im Piratenland, meine Lieben. Hier haben alle einen Mordspaß. Willkommen im Piratenland, meine Lieben. Hier haben alle einen Mordspaß. Ich mag keine Piraten. Ohne Scheiß. Ich mag diesen... Pirat-Karibik-Dings mag ich auch nicht. Überhaupt nicht. Hab den ersten Teil damals gesehen. Also ich muss sagen, ich hab gar nicht gut gefunden. Ja, Johnny Depp, schön, gut, aber finde ich so billig halt, die Filme. Viele sind Fan, oder? Jetzt hassen mich alle. Du hast doch keine Ahnung. Ja, stimmt. Ich guck lieber so Psycho-Filme. Nein, nicht, aber ja, ich mag's auch einfach nicht, diese Filme. Hallo, Vra, du Birnensohn. Boah. Gut, da ist nichts. Also das Spiel hat extrem was von Heavy Rain. Klar, es ist... Aber sie sieht auch ähnlich aus wie die Frau. Aber voll. Natürlich die aus Heavy Rain, die war mehr die Kämpferin. Sie war ein bisschen schlanker, glaube ich. Muskulöser und vielleicht ein bisschen größer. Ja, aber die sieht ein bisschen so mehr so die kleine Feine, ne? So, wie sagt man? Ja, Heavy Rain war auch gut, aber das Spiel ist definitiv viel besser, wenn ihr mich fragt. Aha. Schon gruselig. Soll ich da lang gehen oder soll ich mal... Gucken wir noch da, was da noch ist? Hier fällt alles auseinander. Wird nicht leicht, einen Schlafplatz zu finden. Ach, wo? Was ist das? Musik ist gut von Pirates of the Caribbean. Oder wie das Spiel... Film. Ja, ich mag... Ja, die Musik ist schön, ja. Aber sonst... Ja, ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Hab den ersten Teil mit Krampf angeschaut, wirklich. Alle waren so gehypt und da habe ich mir so wirklich, ich habe alles gegeben. Mit Krampf und so. Uff, ich weiß noch. Hab den so schlecht gefunden. Und ja, ne? Dann sind jetzt glaube ich fünf Folgen draußen. Fünf Teile. Also überhaupt nicht meine Welt. Sieht drinnen sicher aus. Aha. Okay. Wenn ich da reinkomme, ist gut. Was ist das? Ich glaube, wir müssen da lang gehen. Aha, guck, wir haben es gefunden. Wenn man reinkommt. Betreten. Ich mach das. Ein Gentleman. Fantasy-Film für Kinder. Hast alle Teile geschaut? Beyond Two Souls. Na bitte. Ich wollte noch dorthin schauen. Nein.
Jetzt ist sie schon drin. Toll. Wir werden nichts Besseres finden. Machen wir es uns gemütlich. Ich mache ein Feuer. Ja, leider. Okay. Magst du solche Spiele wie denn hier? Ja, Alura. Wieso? Spiel ich ja. Ich finde das geil, ja? Gefällt mir. Das Spiel gefällt mir. Heavy Rain, Beyond Two Souls habe ich auch Let's Played. Also ist auch. Hat auch Spaß gemacht. Aber ich glaube, Heavy Rain hat mir besser gefallen. Als Beyond Two Souls natürlich. Ja. Und das hier gefällt mir jetzt nochmal besser. Ich mach das Feuer hier. Dann stört uns der Rauch nicht so. Da hat man mehr Spiel. Obwohl. Naja. So viel, viel Spiel ist es ja auch nicht, ne? Ist mehr so Film, aber. Macht schon Spaß. Gibt da auch mehrere Enden. Also kann man wirklich nichts falsch machen. Hat schon teuer, aber. 72,90 habe ich bezahlt. Schon viel, aber ja. So. Nehmen. Aha, Tuch. Sie hätten mehr so solche Spiele in Horror, weil so wie Until Dawn, aber ne, mit Monster und so, das wäre schon interessant. Finde ich jetzt. Hätten sie machen sollen, aber sieht ja nicht so aus. Was ist das jetzt? Wo kommt das hin? Da. Movie Vision kann umsonst Filme mitnehmen. Mitnehmen! Oho! Alice? Geil! Ach, zeig es raus. So, was muss ich machen? Sprich mit Alice, überprüfe Luffers Tasche. Okay, schauen wir mal in die Tasche, was er drin hat. Ich hoffe, Waffe oder so. Waffe, oha, Waffe überprüfen. Okay. Munition. Das mal schaust du aber. Hat sie geschaut? Nein. Okay, Alice, mein Kind. Alles gut? Sie hat die Hölle durchgemacht. Der Typ sieht ja aus wie Simon, oder? Aber voll. Glaubst du, wir sind eines Tages wie sie? Wenn wir über die Grenze sind, fangen wir neu an. Du kannst in die Schule. Vielleicht finde ich einen Job. Genau wie sie. Wie alle anderen. Dass wir beide zusammen sind, das ist alles, was zählt. Na komm. Schon traurig. Es ist Zeit fürs Bett. Decke Alice zu. Nicht knien. Ah, doch. Doch, doch. Sie will Mutter sein, ne? Küssen. Schlaf gut, Alice. Und träum schön. Erzählst du mir eine Geschichte, Kara? Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Mir sollte eine einfallen. Es war einmal eine kleine Prinzessin, die... Nein, nicht so eine Geschichte. Eine nur für mich. Wow. Es war einmal ein kleines Mädchen. Das sehr unglücklich war. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber
Es war anders. Und das machte es traurig. Dann traf es einen Roboter. Der auf Gehorsam programmiert war. Aber dieses Mal nicht mehr gehorchen wollte. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen. Um einen sicheren Ort zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber sie waren so tapfer, dass sie alle überstanden. Unterwegs trafen sie einen netten Riesen, der versprach, sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? Sie fanden den Ort ihrer Träume und lebten dort glücklich zusammen. Geschichten haben immer ein gutes Ende. Aber in echt ist das nicht so. Zeit zu schlafen. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Kommst du und sagst mir gute Nacht, Luther? Ja. Ja, natürlich. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Wow, eine Familie, ne? Wir sind eine richtige Familie geworden.